So, heute backen wir ein einfaches und super leckeres, saftiges Vollkornbrot. Dazu benötigen wir Dinkelvollkornmehl, Apfelessig, Wasser, gemischte Kerne, Sesam, Salz, einen Würfel Hefe und eine Karotte geschält. Als Equipment benötigst du natürlich einen Backofen, ansonsten eine Rührschüssel, eine Kastenbackform mit Backpapier ausgelegt, eine Küchenreibe, einen Mixer, wobei du es auch mit der Hand mixen kannst, dauert nur ein bisschen länger und ist ein bisschen aufwendiger, eine Waage, Esslöffel und Teelöffel. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und weil niemand Bock hat, so viel zu spülen, ich auch nicht, nehmen wir als erstes die Reibe. Bring die in die Schüssel und reiben unsere Karotte dort hinein, am besten über die größte Fläche. So, das reicht schon. Komm weg. Dann nehmen wir uns jetzt die Waage zur Hand, stellen die Schale direkt drauf, dass wir auch da nicht so viel Aufwand haben. Schalten ein, gucken, dass es auf Gramm eingestellt ist und geben hier jetzt 500 Gramm Mehl dazu. Gegen Ende ein bisschen langsamer werden. Sonst kann es auch schnell passieren, dass du zu viel reingemacht hast. 500 Gramm. Danach kommen 150 Gramm gemixte Kerne rein. Die sind bei mir jetzt schon abgewogen. Einfach, es sind so Salatkerne, Pinienkerne, Kürbiskerne und auch Sonnenblumenkerne. Du kannst dafür übernehmen, was dir schmeckt. Also ich habe jetzt hier sogar noch gepufften Amaranth drinne, ein bisschen Leinsamenkerne geschrotet und auch ein bisschen Chiasamen, damit es auch ein bisschen eiweißreich ist. Pflanzliches Eiweiß kann ja nie schaden. Aber wie gesagt, als Kernmix kannst du nehmen, was du möchtest. Danach kommen dazu 3 Teelöffel Salz. Die Waage kann man schon weg. 2 Esslöffel Apfelessig. Die Hefe, die ist bei mir jetzt leider schon ein bisschen weich, bei dir wird die noch fester sein. Dann kannst du sie einfach direkt reinbröseln. Und dann nehmen wir schon den Mixer zur Hand und schütten erstmal so circa die Hälfte des Wassers hinzu. Beginnen langsam anzurühren, dass es nicht so sehr das Mehl so aufpudert und wir uns die ganze Küche einsauen. Den letzten Rest mit reinmachen und dann nur noch ordentlich vermixen. Abklopfen, dass wir uns jetzt hier nicht alles einsauen. Am besten den Teller drunter stellen, wenn es tropft. Und dann nehmen wir uns auch schon die Backform. Den Löffel nochmal zur Hand. Das ist ein sehr flüssiger Teig. Von daher muss es auch in die Kastenform. Und dann einfach den Teig. Du siehst das so auch. Erstmal auf jeder Seite. Noch ein bisschen verstreichen. Dass überall möglichst gleichmäßig ist. Und damit sich keine Luftblasen bilden, einfach mal kurz fallen lassen. Bisschen laut. Ich mag ganz gerne oben drüber noch so ein paar Sesamkerne. Du kannst aber auch jede andere Art von Kern nehmen, Sonnenblumen, Leinsamen, was dir schmeckt. So, und das war's dann schon mit der Vorbereitung für das Brot. Ich habe das Brot jetzt in den kalten Backofen gestellt. Das Gitter ist auf der 3. Stufe. Ich habe mal ein bisschen hier das Backpapier umgeklappt, damit es nirgendwo ankokelt. Der Backofen ist auf Ober-Unterhitze eingestellt in 200 Grad. Der war jetzt vorher noch kalt. Und ja, dann stell jetzt am besten deinen Timer auf 1 Stunde und dann schauen wir, was aus unserem Brot geworden ist. Bis gleich. Tada, da ist das Brot. Sieht echt super aus. So, ich klappe das jetzt einmal kurz rum. Fallen zwar ein paar Kerne runter, aber damit es aus der Form kommt. Vorsichtig, es ist heiß. Umdrehen.
Ist auch außen schön kross. Und dann lassen wir es erst noch mal ein bisschen so abkühlen, bevor wir das Backpapier abmachen. So, unser Brot ist jetzt fertig ausgekühlt. Das heißt, ich mache jetzt das Backpapier erstmal ab. Sehr schick. Und dann schneide ich auch die erste Scheibe ab. So, und so sieht unser Brot jetzt von innen aus. Riecht auch sehr lecker und es schmeckt auch sehr lecker. Wenn du auch in Zukunft keines meiner Rezepte mehr verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Bis bald bei Einfach lecker hausgemacht. Ciao!